Und eine Anmerkung vielleicht noch, wenn es nicht einen Ordnungsruf dafür geben würde, dann müsste man der Kollegin Bachmann durchaus sagen, dass es eine stabile Nazi-Rede war. Hitzige Debatte im Deutschen Bundestag. Die Ex-Linken-Chefin Susanne Hennig-Welsow hat der AfD-Abgeordneten Caroline Bachmann vorgeworfen, eine, Zitat, Nazi-Rede vor dem Parlament gehalten zu haben. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt ahndete diese Aussage mit einem Ordnungsruf. Frau Hennig-Welsow, Sie haben in konjunkturistischer Weise die Kollegin Baumann, die Kollegin Bachmann, wie haben Sie es gesagt, stabilen Nazi-Rede bezichtigt. Trotz Konjunktiv bedeutet das für Sie einen Ordnungsruf, den ich Ihnen hiermit erteilen muss. In der Bundestagssitzung wurde zuvor über ein Gesetz zur Digitalisierung der Bauleitplanung debattiert. Die AfD-Abgeordnete nutzte dies zur Kritik an der Einwanderungspolitik der Regierung. Laut Geschäftsordnung kann das Parlamentspräsidium einzelne Abgeordnete zur Ordnung rufen, Zitat, wenn sie die Ordnung oder die Würde des Bundestags verletzen. Das hat jedoch keine unmittelbaren Konsequenzen. Erst beim dritten Mal wird dem betroffenen Redner sein Rederecht entzogen. Weitergehende Maßnahmen wären ein Ordnungsgeld in Höhe von 1.000 Euro sowie ein Sitzungsausschluss.